Es gibt noch ein paar Dinge, die ich zu Protokoll geben möchte im Zusammenhang von Geoengineering, Militärtechnik, die Aerosole verwendet, speziell diese Mischung aus Barium-Strontium-Titanat und diversen Aluminiumoxiden und Anwendungen im Geheimdienstbereich. Und zwar jetzt vielleicht so ein bisschen aufgeschlüsselt in der Chronologie, wie man drauf stoßen kann, wenn man sich darum kümmert. Ich habe angefangen zu forschen im Bereich Geoengineering, war dann irgendwann an dem Punkt, wo klar war, dass das, was man als Chemtrails kennt, als persistente Kondensstreifen, dass das Sprühpyrolyse in den Triebwerken von Militärtankern ist und dass da halt bestimmte Klassen von Nanopartikeln erzeugt werden mit einer Reihe von technischen Anwendungen fürs Militär als Plasmaschicht im Himmel. So, dann war immer die Frage, was passiert denn, wenn diese Plasmaschicht und die Nanopartikel herabregnen. Im Bereich der Pflanzen ist es relativ klar klärbar, wie die Wechselwirkung mit Biophotonen ist. Im Bereich der Humanmedizin wurde die Suche dann spannend, weil da gibt es einmal sehr, sehr wenig Literatur, aber worauf man stößt, einfach wegen der Ähnlichkeit der Partikelklassen, ist ein bestimmter Bereich der Mikrobiologie, da wo es darum geht, mit Nanotechnologien Proteine zu markieren oder DNAs zu markieren, wo es darum geht, Quantum Computing zu entwickeln, also diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine herzustellen übers Licht oder zwischen Technik und Biologie über Licht. Und wenn man da genauer reinguckt, entdeckt man eine sehr weitgehende und sehr erschreckende Möglichkeit zwischen dem, was sich ergibt, wenn ich das Morgellon-Syndrom mit dem kombiniere, was vom Himmel an Partikeln runterregnet. Also Morgellons, muss man wissen, sind künstliche Lebewesen, die bestehen also von der DNA her aus einer Mischung von Einzellern, Vielzellern, Pilzen, wachsen wie Pilze, formen feine Kapillaren. Und diese Kapillaren nehmen gerne Nanopartikel von einer bestimmten Klasse in sich auf oder genau genommen von zwei Klassen. Und genau diese Klassen werden eben vom Himmel über die Sprühaktivitäten bedient. Und das Resultat ist, dass ich halt kleine, wie man das im Englischen nennt, Self-Assembling Nanomachines bekomme. Das sind im Prinzip lebende optische Fasern, die sich mit verschiedene Nanopartikeln füllen von innen und als kleine Quantenlaser fungieren, die ich von außen elektromagnetisch aktivieren und kontrollieren kann. Und das Ding ist deswegen so erschreckend, weil diese Lasertechnik, wenn man sich das in der Biologie anguckt, wo sie genau die gleichen Dinge tun, da zwar mit synthetischen Kohlefasern und nicht mit selbst reproduzierenden Fasern, aber von der Sache her ist es genau das Gleiche. Ich kann einzelne Photonen erzeugen mit diesen Lasern und kann komplett in Kommunikation treten mit der Lichtkommunikation auf Zellebene, mit der DNA. Und zwar in beiden Richtungen. Ich kann Licht erzeugen und damit fremde Impulse dem Körper einspeisen, so als wären es seine eigenen. Ich kann umgekehrt Lichtimpulse in der DNA-Kommunikation aufsammeln und in elektromagnetisches Signal verwandeln, was dann als Funksignal aus dem Körper rausgeht. Das spielt eine Rolle bei Personenüberwachung, weil jeder Mensch, der infiziert ist mit Morgellons und die gesamte Natur, soweit ich das eruieren konnte von den Forschern, die detektiert haben, Fasern, ist durchseucht. Es gibt keinen Menschen, der das Zeug nicht in der Blutbahn hat. Das, was man als Morgellon-Syndrom kennt, sind nur die wenigen, die einen Abwehrmechanismus dagegen entwickelt haben und diese Fasern über die Haut wieder ausscheiden. Da wird es auffällig. Infiziert sind wir alle, sprich wir haben alle ein System von optischen Nanofasern in uns, die über Funkwellen ansprechbar sind.
die im Prinzip unseren Lichtkörper übernehmen können. Also alles, was man aus dem Indischen an Chakren kennt, an Zuordnung von bestimmten Lichtqualitäten, Frequenzen zu emotionalen Qualitäten, Ausdrucksfähigkeit, Intuition, all diese Bewusstseinszentren im Körper sind damit kontrollierbar. Und das Schlimmste ist, wenn ich ihnen das Licht nicht gebe über das elektromagnetische Signal, bluten sie lichtmäßig aus. Das hat was damit zu tun, dass DNA quantenphysikalisch sehr hochgeladene Punkte sind mit hohem Skalarpotenzial und so hoch, dass im Prinzip dieses Zelllicht in der DNA gefroren feststeckt, bei Lichtgeschwindigkeit Null, könnte man sagen. Und in dem Moment, wo ich das optisch anspreche durch Rubine, Saphire und nicht genauso viel Licht wieder reingebe, wie ich rausnehme, blutet die DNA energetisch aus und wir verlieren sozusagen unsere Schwingungsfrequenz, was im spirituellen Bereich irgendwie als spirituelle Reife oder hochschwingend auch benannt wird. Ist einfach eine Methode, die Menschheit am Boden zu erhalten und ganz nebenbei die Selbstorganisationsfähigkeit zu vermindern, zu zerstören, sprich Scheunentor für Autoimmunerkrankungen und degenerative Erkrankungen. Und das Ganze, also ich habe da in der Recherche einige Schreckmomente gehabt, die wirklich unschön waren. Das eine war der Erste, der mir das erklärt hat, auf einer abstrakten Ebene, hatte einen Bloggernamen in dem Blog, weil er anonym gepostet hatte, mit Insiderwissen aus Militärkreisen, und der nannte sich Red Grid, Blue Grid. Und wenn man ein bisschen reinguckt in die Qualitäten von diesen Lichtgrids, die damit aktivierbar werden. Also einfach die Bildsprache war das, was in mir diesen Erkenntnisprozess ausgelöst hat, wie das ganze Ding funktioniert. Wenn ich da in die Biologie mal reingucke, was denn eigentlich was ist, da komme ich drauf, dass ich über das Red Grid Seuchen auslösen kann. Das ist der gleiche Mechanismus wie in den großen Militärlagern in der Antike, sozusagen die Seuchen ausgebrochen sind. Wärmestrahlung vom Körper ist im Prinzip Biophotonenaktivität. Also Rot-Infrarot-Ausstrahlung geht überwiegend von der DNA aus. Und bis zum amerikanischen Bürgerkrieg sind in allen Kriegen auf dieser Welt mehr Leute durch Seuchen in den Lagern ums Leben gekommen, beim Pyramidenbau. Hauptthema, wie verhindere ich Seuchenbildung, wenn ich so viele Menschen zusammenferche an einem Ort. Und das ist einfach im Biophotonenbereich ein Mechanismus zur Bevölkerungskontrolle, der der Biologie eingebaut ist. Wenn ich so viele Menschen auf einen Punkt bringe, dann ist der Infrarot-Biophotonen-Austausch zwischen den Individuen so hoch, damit habe ich das Terminator-Signal und sage der DNA, bitte die Virusgene, die passiv in der DNA eingelagert sind, auskoppeln und Bevölkerung reduzieren. Und wenn ich im Körper von innen rot zum Leuchten bringe, werde ich sehr, sehr wahrscheinlich genau dieses Seuchen-Signal an die Biologie geben, dass der Körper individuell denkt, er ist gerade in einem völlig überfüllten Camp und muss hier mal gerade ein bisschen reduzieren. Das ist eine Sache, und im blauen Bereich, das geht dann mehr in die spirituellen, mentalen Bereiche rein, von der Frequenz her, und hat was mit, ich kann mich nicht an alle Details erinnern, im Moment müsste ich nachgucken, Herzfrequenz war auch rot, also die Herzaktivitäten. Vergessen. War noch ein zweiter Punkt, der ist ähnlich hässlich im blauen Bereich. Im Grunde, wenn ich es zusammenfasse, kriege ich ein komplettes Kontrollsystem über die Biologie auf Lichtebene mit dieser Technik. Und ich habe dann einfach mal, weil ich eben auch Pflanzenversuche machen wollte mit diesen Partikeln, da wollte ich mal gucken, wer kann mir diese Partikel denn liefern, und bin auf ein Firmennetzwerk gestoßen, was ich hiermit auch
ein bisschen öffentlich machen möchte. Also der erste Hit war im Bereich Anwendung dieser Biotechnologie im Geheimdienstbereich, die Firma Mitre, MITRE in den Vereinigten Staaten, die im Prinzip die gesamte Entwicklung von Biotechnologie für die Geheimdienstgemeinde und für das Militär in den USA machen, aber gesponsert von anonymen privaten Auftraggebern. Das ist ein klares Ding auf der Webseite, wo man merkt, wo der Wind daher weht. Das sind private Entitäten im Hintergrund, die da ganz offen zugeben auf der Hauptwebseite, dass sie im Prinzip die Regierung nur missbrauchen, um ihre eigenen Ziele zu finanzieren und vorwärts zu treiben. Die zweite Firma, die mir dann aufgefallen war beim Versuch, diese Farbstoffe zu beschaffen, war Picoquant in Berlin, die wohl gerade bei den Farbstoffen wichtige Weltpatente halten oder Monopolstellung haben. Die hatten eine wunderbare Liste mit über 3000 Veröffentlichungen aller Forschungsfelder, in denen ihre Technik und ihre Farbstoffe zur Anwendung gekommen sind. Und das liest sich wie eine Chronik der Hölle, wenn man da durchguckt. Da ist alles drin, da ist der Geoengineering-Bereich drin, wo sie Untersuchungen gemacht haben, Wechselwirkungen von Piezokristallen und Erdmagnetfeld mal zu untersuchen. Da ist die gesamte technische Schiene der synthetischen Biologie, Vernetzung von Maschine und Mensch mit abgedeckt, was in die transhumanistische Agenda dann reinführt. Was nichts anderes ist als die Speerspitze und das Endziel vom Faschismus, unter dem der Planet seit 150 Jahren irgendwie leidet. Das ist genau die Linie der Philosophie und Psychologie und des Geldes vor allen Dingen und des Personals, was da an den Strippen zieht. Und wenn man dann mal diese Firmenkonglomerat, genau das dritte ist Bell Labs. Da sind die Quantum Dots entdeckt worden, die erste Anwendung von Lichtkommunikation in der Biologie, wo sie noch nicht mit Piezokristallen gearbeitet haben, sondern einfach mit Schwermetallen, die von organischen Komplexen umgeben sind. Nicht so stabil wie Piezokristalle, aber eine ähnliche Wirkung auch in der Fluoreszenz. Also Bell Labs, Picoquant, Mitre, und wenn man die einfach mal in einen Topf wirft bei Google und guckt, wo die Schnittpunkte dieser Firmen sind, dann landet man bei diesen ganzen internationalen Sicherheitskonferenzen, wo die Geheimdienstler unter sich ganz offen ihre Höllenmethoden besprechen, vermarkten, anbieten, bewerben. Und es ist so unglaublich, weil es ist noch nicht mal versteckt. Ja, und das größte Geschenk von diesen Konferenzen sind die Teilnehmerlisten. Weil das war für mich so ein bisschen eine kosmische Bestellung. Wie kriegt man raus, wer da wirklich involviert ist, wer federführend und bewusst diese Dinge, diese Agenda vorwärts treibt? Und die Teilnehmerlisten auf diesen internationalen Konferenzen, das ist das Pack, was in den Knast gehört. Und zwar oder eine psychiatrische Therapie. Oder wenn man die Möglichkeit hat, ihnen einfach mal zu sagen, und war für mich irgendwie vom Therapeutischen her eigentlich so der Satz, wenn mir so ein Mensch gegenübertritt, dann will ich ihm nur sagen, irgendwie, wir brauchen dich nicht, um uns vor irgendwelchen Terroristen zu beschützen. Wir brauchen nur jemanden, der uns vor dir beschützt. Und da warte ich immer noch drauf. Also einfach mal also ich habe einiges veröffentlicht. Es ist eine DVD von mir im Umlauf, wo ganz, ganz viel, einfach 4,6 Gigabyte Daten zusammengefasst sind, viel zu viel, viele Verbindungen schon da sind. Die ganz heiklen Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, habe ich da rausgelassen, weil klar war, dass ich die Veröffentlichung nicht überleben würde. Aber gerade wenn man diese Konferenzen findet, also jetzt im September ist eine in Dresden, die kann man sich angucken, wie sie den Kram bewerben. Es ist unglaublich, ganz offen und ganz unverblümt. Und einfach mal wirklich den Firmen und diesen Konferenzen nachstiefeln. Das Gleiche, also der Bereich Mikrobiologie ist halt eine Sache, das läuft direkt unter Geheimdienst. Der Bereich der Funkwellen,
läuft unter dem Terminus Integrated Geospatial Intelligence Solutions. Gibt es auch internationale Konferenzen zu dem Thema, wo die gleichen Charaktere sich die Klinke in die Hand reichen und der andere Aspekt, nämlich der Funkwellenaspekt von der Technik, abgehandelt wird. Schön voneinander getrennt, damit man die Verbindung nicht so offensichtlich sieht. Ja, aber das sind die Events und die Treffen, wo diese Leute zusammenkommen. Und was mich, also der Punkt, wo bei uns klar war, das können wir in der Form nicht öffentlich machen, ist wirklich, also der Kernpunkt, diese Übernahme des Lichtkörpers des Menschen durch die Maschine-Mensch-Schnittstelle, die derzeit ganz offiziell für Diagnosezwecke in der Mikrobiologie entwickelt wird und die übers Geoengineering ohne Einverständnis der Patienten und Versuchspersonen international im Kontext Morgellon Self-Assembling Nanomachines in der breiten Masse angewendet wird. Und das ist so perfide, das ist so böse, da haben ja einige Leute schon drauf gesagt, das ist auch nicht menschlich. Den Spruch habe ich öfters gehört. Da ist irgendwer anders, der die Strippen zieht, um uns als Gattung komplett unter die Fuchtel zu kriegen. Was man natürlich, also das ist ein Aspekt noch von dieser Morgellon-Technik. Es gibt eine Killerfrequenz im blauen Bereich. Das war das, was mir vorhin gefehlt hat. Blue Grid. Genau, da war der Sprung irgendwie nicht groß genug. Das ist eine Frequenz, wo die Morgellons anfangen, sich panikartig zu vermehren. Also ich habe Bilder gesehen, wo du 4 Morgellons in eine Petrischale legst und nach 24 Stunden quillt die über. Und das ist sozusagen Exekutionskommando an den Körper. Wenn der anfängt, von innen blau zu leuchten, Einzelphotonen, dann fangen die Morgellons an, dich von innen aufzufressen, sich zu vervielfältigen und... Die üblichen Symptome davon sind Nasenbluten, Ohrenbluten, Bluten aus dem Arsch, Gehirnschlag oder Herzinfarkt. Und die Prozedur dauert in der jetzigen Anwendung etwa 10 Monate. Also ganz langsam den Prozess, damit es nicht auffällt, vermute ich. Aber man munkelt, dass in der militärischen Anwendung es auch innerhalb von Minuten gehen kann. Und es gab ja mal so eine Phase, wo so viele Tiere vom Himmel gefallen sind. Also die Vögel, die dann plötzlich zu Hunderten im gleichen Moment runtergefallen sind. Massensterben bei Walen, bei Fledermäusen. Die Symptomatik ist dieselbe an den Kadavern. Das ist sozusagen dann das Terminus-Signal in konzentrierter Form. Und damit nehmen die sich raus, jede Schlacht in jedem beliebigen Krieg nach ihren Belieben schlagen zu können. Die können eine gesamte Armee innerhalb von ein paar Stunden tot umfallen lassen. Und das verschiebt natürlich das Kräftegleichgewicht auf dem Planeten hier auf eine unsägliche Art und Weise zugunsten der Hochfinanz, wenn die das kontrollieren. Und Hochfinanz heißt immer auch UNO. Das ist eine Institution, die ist nicht zu unterschätzen. Ja, die ist gegründet worden von Globalisten, um die Welt zu beherrschen, aus keinem anderen Ziel. Die Geschichte kann man überall nachlesen. Und nur die Medien geben es irgendwie anders wieder, weil die UNO soll uns ja als friedliche Lösung verkauft werden und nicht als Diktatorsorgan. Aber sie ist es nicht. Die gesamte Koordination der Sendeanlagen läuft unter UNO-Fahne. Und in den Hierarchien darunter ist es halt die drei großen Blöcke, NSA, CIA, Air Force, amerikanisches Militär. NATO läuft das unter Partnership for Peace. Und Neuentdeckung, das war mir völlig unbekannt, bis ich durch Zufall drauf gestoßen bin, auf der Südhalbkugel ist es das Antarctica Treaty als Dachorganisation für diese Aktivitäten. Und ich bin drauf gestoßen über Marion Island, wo jemand mal via Satellit so eine wunderbare Wolkenstruktur gefilmt hat, die eindeutig gepulstes 42 Kilohertz Signal zur Ionisierung der Atmosphäre
darstellt, mit den schönen Wolkenbändern irgendwie, wie man das halt kennt als Harpwolken. Und sehr, sehr schöne Aufnahme, weil man die Frequenzen rausmessen kann mit dem Zentimetermaß, weil man genau die Form und Architektur der Sendeanlage dort beobachten kann als Ausgangspunkt der, der Welle. Und wenn man in die Gründungsgeschichte reinguckt von diesem Meteorological Station, wo diese Sendeantenne steht, immer die gleiche Struktur, staatlich geführt, privat finanziert. Wir danken den privaten Sponsoren, die 200 Millionen Rand irgendwie haben springen lassen, um das Ding hier zu bauen. Und eine klare Ansage, wir müssen hier erstklassige Arbeit leisten, weil wenn wir es nicht tun würden, würden wir aus dem Antarktika Treaty rausfliegen. Und wenn wir es tun, dann werden wir als Land auf der internationalen Bühne eine Bedeutung erringen, die über unsere geografische Bedeutung hinausgeht. Klare Ansage. Die ganzen Webseiten, wenn man weiß, was gespielt wird, die sagen es alle offen. Das ist wirklich ein doppelzüngiges Spiel auf dem Planeten. Für Eingeweihte liest sich ein Text so und für Laien liest er sich harmlos. Und einfach das mal durchschauen und die Leute, die involviert sind, über den Haufen reden. Geht so nicht.